Stiftung Rechnen – für mehr Rechenkompetenz in der Gesellschaft. Eine Welt ohne Mathematik – wie würde die wohl aussehen? Sie wäre leer. Denn Mathematik ist überall. Wir können sie nicht immer sehen, aber sie ist die Grundlage von allem und macht unser Leben erst möglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir mathematische Zusammenhänge verstehen, gut mit Zahlen umgehen und sicher rechnen können. Wir wollen die Mathematik im Alltag erlebbar machen, Berührungsängste abbauen und Freude am Rechnen vermitteln. Die Stiftung Rechnen setzt sich seit ihrer Gründung 2009 erfolgreich dafür ein, die Rechenkompetenz in der Gesellschaft zu stärken. Denn Rechnen ist neben Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir erlernen. Mit Fördermaßnahmen in Bildung, Wissenschaft und Forschung wollen wir zu aktiver Beschäftigung mit mathematischen Aufgabenstellungen motivieren und so die notwendigen Grundlagen für erfolgreiche private Haushaltsführung und berufliche Qualifikation schaffen. Beispiele für unsere Projekte und Initiativen entlang der lebenslangen Bildungskette. Matheforscher. Mit entdeckendem, forschendem und projektartigem Lernen unterstützt das Programm Matheforscher Kinder, Jugendliche und ihre Lehrkräfte dabei, einen neuen und nachhaltigen Zugang zur Mathematik zu finden. Die Schülerinnen und Schüler werden zu Matheforschern und eignen sich mit vielfältigen Matheforscher-Aktivitäten selbstständig mathematische Sachverhalte an. Mathemagie. Bereits seit 2016 tourt die Ausstellung Mathemagie durch Europa und verzeichnet über 1 Million Besucher. Themeninseln mit interaktiven Exponaten laden zum Experimentieren und Mitmachen ein. Besuchern aller Altersklassen wird der Umgang mit mathematischen Phänomenen im Alltag nahegebracht und erläutert. Mathe-Entdecker. Objekte und Plätze lassen sich mit einer Smartphone-App in lebendige Matheaufgaben verwandeln. Die Welt ist voll von geometrischen Objekten, kombinatorischen Aspekten und funktionalen Zusammenhängen. Setzt man die mathematische Brille auf, verwandeln sich Türme in gigantische Zylinder und Gehwege in herrliche Mosaike. Die Aufgaben der Mathe-Entdeckerpfade sind an Objekte, Plätze und Situationen aus der realen Welt gebunden. 30 Mathe-Entdeckerpfade gibt es bisher in Deutschland. Weitere werden folgen. Mathe fürs Leben. Mathematik ist überall. Sie begleitet uns im Alltag und wir kommen mit ihr auf vielfältige Weise in Berührung. Mathe fürs Leben ist der Titel unserer DLF-Kooperation und fasst gleichzeitig verschiedene Initiativen und Engagements der Stiftung Rechnen zusammen, die diese Vielfalt widerspiegeln. Mathe for Job. Auf der Plattform Mathe for Job werden junge Erwachsene über Ausbildungs- und Meisterberufe informiert. Über 60 Ausbildungs- und Meisterberufe werden vorgestellt. Ein kostenloser Mathe-Test fragt Kenntnisse ab, die für die jeweils angestrebte Ausbildung notwendig sind. Fuse. Fuse steht für Finance Yourself. Das innovative und reichweitenstarke Finanzbildungsangebot will für den verantwortungsvollen Umgang mit Geld begeistern und die finanzielle Eigenverantwortung fördern. Fuse ist ein Angebot von Jugendlichen für Jugendliche. Sie werden aktiv eingebunden und können selbst Teil des Team Fuse werden. Im Mittelpunkt stehen digitale Formate wie Edu-Vlogs und Tutorials, verbreitet über die wichtigsten Social-Media-Kanäle. Stiftung Rechnen – eine über 10-jährige Erfolgsgeschichte. Mit der Förderung der Rechenkompetenz schaffen wir die Grundlage für späteres Finanzwissen. Denn das ist für die wirtschaftliche Lebensführung und finanzielle Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen notwendig. Wir zeigen, wie Mathematik unser Leben bestimmt. Wir schaffen positive Rechenerlebnisse. Wir geben Impulse, wie wir unseren Alltag mit Mathematik erfolgreicher gestalten können. Unterstützen auch Sie unsere Initiativen. Wir rechnen mit Ihnen. Stiftung Rechnen.